Es ist folgende Situation heute Abend. Wir freuen uns sehr, dass wir nach einer längeren Pause endlich wieder in der Lage sind, gemeinsam auf einer Bühne zu stehen. Bitte begrüßen Sie umso herzlicher. Er ist ein wunderbarer Pianist, Herr Pusch. Danke sehr, vielen Dank. Ja, und zu diesem Herrn muss ich nicht viel Worte verlieren. Er zählt zu den Größten im deutschen Showgeschäft. Arthur Senkrecht, meine Damen und Herren. Arthur Senkrecht. Hallo. Hallo. Der Arthur, hallo. Genau. Gerade mal die ersten Reihe Hallo sagen, genau. Arthur, angenehm. Ja, das gilt natürlich für alle, ja. Hallo. Verehrte Damen und Herren, in der Tat, wir sind froh, heute hier zu sein, auf einer Bühne stehen zu können. Das klingt jetzt so lapidar, aber für uns ist nicht selbstverständlich. Wir hatten sehr große Probleme, müssen Sie wissen. Ja, ne? aber jetzt geht's ganz gut. Jetzt haben wir schon ungefähr 7 Wochen überhaupt nicht mehr miteinander gestritten. Unsere Beziehung kann man als vorbildlich bezeichnen. So gut läuft das mittlerweile. Genau, also wir befruchten uns jetzt immer wieder gegenseitig aufs Neue, kann man sagen, oder? Es ist mehrmals täglich sogar. Wie auch immer, wir haben ein Programm geschrieben mit dem schönen Titel Erfolg für alle. Und das möchten wir heute hier für Sie spielen. Warum das möglich ist, dass wir so ein ausgefeiltes Programm erstellen konnten, wir können wieder gut miteinander arbeiten, ne? Wir kommen gut klar miteinander. Genau, ja. Was vor allem daran liegt, dass wir in Therapie sind. Ja, in Paartherapie sogar. Und wir haben von unserem Therapeuten... Das ist der Herr Dr. Kierkegaard, genau. München. Maximilianstraße. Können wir sehr empfehlen, ist ein guter Mann.
Also teuer zwar, aber gut, oder? Ja, aber er ist jeden Euro wert. Er ist 24 Stunden Hotline mit genau, Telefondienst ja. mit dabei und. Ja. Das hat uns sehr nach vorne gebracht und von ihm haben wir Regeln mit auf den Weg bekommen. Genau, die sind ganz einfache Regeln, die dürfen Sie gerne von uns heute übernehmen, dürfen Sie gerne lernen. Also wirklich prima. Die sind sozusagen im Preis inbegriffen. Ja. Also viele sind natürlich individuell, Entschuldigung. Viele sind individuell auf uns zugeschnitten. Genau, klar. Ja, die anderen können Sie aber gerne mit nach Hause nehmen. Schon abstrahieren. Wenn Sie nämlich beispielsweise den anderen immer ausreden lassen. Das ist so eine Regel, ja. Ja. Regel Nummer 1, um ganz genau zu sein. Genau, ist Regel Nummer 1. Anderen ausreden lassen. Kennen Sie, ne? Regel Nummer 2, können Sie auch noch gerade sagen? Regel Nummer 2, die hat mit Ihnen zu tun. Aber ich darf nämlich keinen Apfel mehr essen, weil Herr Pusch das nicht mag. Genau, weil, das müssen Sie dazu sagen. Aber ich glaube, wegen den Kaugeräuschen, oder? Genau, Kaugeräusche. Kennen Sie vielleicht, das ist total... Regel Nummer 3? Regel Nummer 3 hatte auch mit ihm zu tun. Ich darf das K-Wort nicht mehr erwähnen. Klein. Die Leute müssen ja Bescheid wissen. Ja. Gut, weiter. Regel Nummer 4. Ja, Regel Nummer 4, das war auch wegen Ihnen. Ich darf sein Ohrwurmlied nicht mehr singen. Richtig. Und das Lied mit dem Titel? Die Leute müssen schon ungefähr wissen, wovon wir reden. Das Lied, was Sie jetzt seit Monaten gesungen haben, was mich total kirre macht. Ja, aber ich weiß, muss ich doch immer von immer. C, A, B, C, Löffel, Joghurt, Fruchtzwerg, Himbeerfruchtzwerg, Erdbeerfruchtzwerg, was? Frühstücksei. Super. Ohne Frühstück? Eigelb. Ohne Gelb? Ei. Genau, das ist Englisch. Das ist Englisch, der erste Begriff. Ja? Breakfast Egg, Yellow Egg. Nein. Ich auf Englisch. Ach so, you. Ich weiß, push, drücken, push auf Englisch. Push, drücken. I heißt ich auf Englisch. Ja, sag ich ja, you. So what? Ich liebe dich, Baby, auf Englisch. So. I love you, Baby. And if it's right or right, I tell you maybe. And to the morning light, I love you, Baby. I love you, Baby. And if it's right or right, I tell you, Baby. And to the morning light, I love you, Baby. Genau, das singe ich nicht mehr. Regel Nummer 5. Ich darf mir meine Bühnenkleidung wieder selber aussuchen. Aha. Sehen Sie, Leute im Parsing haben nämlich Geschmack. Und Regel Nummer 6. Herr Pusch darf sich über mich in der Öffentlichkeit nicht mehr lustig machen. Und apropos lustig, das ist ein gutes Stichwort, denn sehr wichtig in einer Beziehung, ja, sei es eine Arbeitsbeziehung wie bei uns oder eine Partnerschaft, ist es, den Humor des anderen zuzulassen. Ja, ganz kurz, ja, da würde ich gerne kurz daran einsteigen, kurz, einen Moment, Humor des anderen zulassen. Ja. Da würde ich gerne kurz einen Witz erzählen, wenn Sie nichts ausmachen. Ja, danke. Der ist, glaube ich, ganz gut. Was bitte sehr ist rosarot und schwimmt im Meer? Ein Tuttenfisch! Stimmung in Party! Super. Ja, ja, werte Damen, eine noch. Vielen Dank, ganz kurz eine noch. Stimmung. Vielen Dank. Den noch, vielleicht kennen Sie den. Was liegt am Strand und spricht undeutlich? Eine Nuschel! Stimmung! Den hat er noch. Und was ist braun und schwimmt am Meeresboden? Gut, vielen Dank, Herr Senkrecht. Wir haben einen ersten Eindruck erhalten, wo das in etwa hingeht.
Ja, verehrte Damen und Herren, wenn Sie selber vielleicht schon mal in Therapie waren oder sind, Sie kennen es. Es ist viel Arbeit, die man da rein investieren muss. Da wird einem nichts geschenkt. Ja, viel Herzblut, was man investieren muss. Wir haben sogar Hausaufgaben mit nach Hause bekommen von unserem Therapeuten. Ja, so weit ging das bei uns. Regel Nummer 1. Den anderen ausreden lassen. Wir haben sogar Hausaufgaben mit nach Hause bekommen von unserem Therapeuten. Ja, wir mussten zum Beispiel, das war wirklich verrückt, ein Gedicht schreiben, ja, über die positiven Seiten des jeweils anderen. U-Brot. Was ist braun und schwimmt am Meeresboden? U-Brot. Sehr geistreich, denke ich. Ja, einige haben gelacht. Die Panty, die sie mir verkackt haben. Aber sie wollten, glaube ich, gerade dieses Hausaufgaben-Lobhudel-Gedicht loswerden. Nee, Quatsch, das haben Sie falsch verstanden. Verehrte Damen und Herren, in einer Beziehung, also privat wie beruflich, ja, auch bei Ihnen zu Hause, geht es doch letzten Endes immer um Harmonie. Ja, danach streben wir doch um ein harmonisches Miteinander. Und was verbindet nicht mehr als ein gemeinsames Hobby? Ja? Auch das haben wir in der Therapie gelernt. Und unser gemeinsames Hobby ist Musik. Genau, also bei ihm, bei mir ist es der Stabhochsprung. Und, und, wobei hoch relativ ist. Stimmung. Ja, ja. Danke. Und ja, zum Thema Harmonie haben wir auch ein Lied geschrieben, getextet, komponiert und mit dem möchten wir nun diese Show beginnen. Genau. Ich sag noch ganz kurz was dazu. Dieses Lied zu komponieren und den Text zu schreiben, das war eine Aufgabe von unserem Doktortherapeut, Herr Dr. Kierkegaard. Und ich finde, es ist uns ganz gut gelungen. Vielleicht eins noch zu Ihrer Information. Herr Pusch hat die Melodie ganz alleine komponiert, sag mal. Das kann er ganz gut. Und danke. Der Text wiederum ist von mir ganz alleine. Von daher würde ich Sie bitten, wenn Sie sich etwas mehr auf den Text konzentrieren würden. Tanzeinlagen sind auch von mir. Aber falls Sie Zwischenapplaus spenden wollen, dürfen Sie jederzeit gerne. Ja, danke. Genau, dann fangen Sie an, Herr Pusch. Geben Sie mir das Zeichen, dann fange ich an. Ja. Ding, ding. Fahren, muss dich entscheiden, wohin. Manche mögen keine Berge, andere finden Sandstrand ganz schlimm. Wir sind jetzt ganz harmonisch und rücksichtsvoll dabei, denn zu einem Paar gehören meistens zwei. Sind jetzt ganz harmonisch, rücksichtsvoll dabei, denn zu einem Paar hören meistens zwei. Gibt es viel Konfliktpotenzial? Am besten du stellst dein Zeug ins Zimmer und in den Schauer dann mal. Wir sind jetzt ganz harmonisch und rücksichtsvoll dabei, denn zu einem Paar gehören meistens zwei. Wir sind jetzt ganz harmonisch und rücksichtsvoll dabei, denn zu einem Paar gehören meistens zwei.
Kurzes Solo, Herr Püsch, Solo. Gemeinsame Hobbys. Vieles kann man gut kombinieren. Zum Beispiel Pilze sammeln und Stabhochsprung. Aber bitte nichts forcieren. Wir sind jetzt ganz harmonisch, rücksichtsvoll dabei. Denn zu einem Paar gehören meistens so. Sind jetzt ganz harmonisch, rücksichtsvoll dabei. Denn zu einem Paar gehören meistens zwei. Alles in Ordnung, senkrecht? Da ist nichts passiert. Geht's noch weiter? Ich bin fertig. Achso, schöner Text. Vielen Dank. Schöne Melodie auch. Wollen Sie noch ein Solo vielleicht? Weil ich habe Sie unterbrochen. Solo, gescheites Solo. Aha. Vielen Dank. Danke sehr. Danke. Jetzt ist folgende Situation. Verehrte Damen und Herren, auch das nächste Lied, das wir für Sie spielen möchten, ist eine Co-Produktion von uns beiden. Ne? Haben wir gemeinsam erarbeitet. Genau. Ja. Wir werden oft gefragt, warum wir beide ausgerechnet zusammenarbeiten. Ja, oft werden wir auch gefragt, warum wir dann auch noch zusammen wohnen. Das ist schon interessant, das interessiert mich Leute. Und privat ist es immer interessant. Und warum wir zusammen in einem Bett schlafen auch. Jetzt muss ich dazu sagen, das ist auch eine Aufgabe von Dr. Kierkegaard und es geht sehr gut bei uns beiden. Also ich habe auch, also wir haben ein sehr großes Bett. Also ich passe wunderbar selber rein. Ja.
Herr Pusch sowieso. Aus gegebenem Anlass. Ich habe nicht das K-Wort gesagt. Kleiner Scherz muss auch mal sein. Ein Scherzchen. Ein Scherzchen. Also Scherzchen beiseite. Genau. Warum wir beide zusammenarbeiten. Genau, zusammen wohnen und schlafen. Ist Ihnen als kulturinteressiertem Publikum natürlich völlig sonnenklar, ne? Denn gerade in der europäischen Kunst- und Kulturgeschichte war es stets die Zusammenarbeit der großen Genies, die die wirklich großen Meisterwerke hervorgebracht hat. Genies? Ja, John Lennon und Paul McCartney zum Beispiel. Oder modern talking. Und gerade aus dem Spannungsfeld von Geistesgrößen stammen ja die großen Geistesblitze. Denken Sie an Mozart und Salieri, die zeitlebens gerade aus dieser Kopfung... und Goliath. Oder was auch gut passt bei uns beiden ist Latte und Macchiato. Nein, Latte und Macchiato. Oder darf ich das zeigen? Pick und Kloppenburg. Wie heißen die zwei Hollywood-Schauspieler? Das würde auch passen, dieses Paar. Johnny und Depp. Dann bin ich aber Johnny. Verehrte Damen und Herren, auch wir beide haben das nächste Stück, wie bereits erwähnt, gemeinsam erarbeitet. Ne? Von mir stammt die Musik und Herr Senken, Johnny hat den Text beigesteuert. Das Lied hat doch gar keinen Text. Thank you.
Nein, Sie spielen ein Lied nach dem anderen. Ich habe gerade so recht. Nein, Sie spielen. Sie machen ein Solo nach dem anderen. Wir haben ausgemacht. Nein, wir haben ausgemacht. Auf Augenhöhe haben wir ausgemacht. Persönlich, der hat auch vier. Schauen Sie, auf die Knie muss ich gehen, damit ich auf Augenhöhe bin. So schaut es überhaupt keiner senkrecht. Wenn ich alleine hier spielen würde, wäre ich in der Wagenhalle drüben. Ja, und so alleine senkrecht. So schaut es nicht aus. Wir eskalieren schon wieder senkrecht. Ja. Wir wollten nicht mehr eskalieren. Wir müssen kurz, wir unterbrechen das. Wir müssen kurz eine Übung machen, weil wir sollen nicht mehr eskalieren, das ist nicht gut. Was machen wir? Wollen Sie vielleicht das Lobhudel-Hausaufgabengedicht für mich? Das hilft nicht im Krieg. Wir machen eine Vertrauensübung, die hilft auf jeden Fall. Okay, Vertrauensübung, die sind wir in der Tat ganz Vertrauensübungen kennengelernt und die sind schnell, kurz und kompakt. Und, ja, und zwar machen wir fallen lassen. Die ist toll. Okay, ja? Ja. Fallen lassen ist super. Das kennen Sie vielleicht aus der Schule, das ist wirklich ganz gut. Also, die hilft auch immer. Also, man muss mindestens zu zweit sein. Ja. Genau, dann steht einer vorne, ich erkläre es kurz. Genau, jetzt sagen wir mal, Herr Pusch würde vorne stehen. Und der Trick ist halt, dass sich der Vordermann ohne zu schauen rückwärts fallen lässt. Hinter ihm steht ja dann sein Partner, der wohin auf. Soll der Scheiß? Können Sie nicht einfach fallen lassen, um mich zu schauen? Geht es mit den Selbstmorddrohnen wieder los? Herr Kierkegaard hat uns das völlig anders erklärt. Ich erkläre es nochmal. Also, sagen wir mal, ich würde vorne stehen. Ja? Da hat er nämlich gesagt: erst Blickkontakt, dann weiß man, aha, der andere ist bereit. Hm? Bereit? Genau. Und ich sage dann immer noch, Baum fällt. Schauen Sie, Baum fällt. Wow. Super. Geht's, Herr Pusch? Geht's bei Ihnen? Ja, Herr Pusch, Sie sagen, wenn ich zu groß für Sie bin, Herr Pusch. Wow. Super. Krass. Genau. Ja, Applaus, Herr Pusch. Es ist toll, was so kleine Übungen dann gleich bei einem. Entschuldigung, Übungchens. Übungchens. Was so Übungchens. Blödes Wort, aber Sie wissen, was ich meine. Was die gleich bewirken. Toll. Ist es bei Ihnen weg jetzt? Was ist weg? Was könnte weg sein? Ist es weg? Ja, was ist das, Schatzi? Was ist das? I love you, baby, in if it's right, Ohrwurm. Danke der Nachfrage, Senkrecht. Und? Sehr freundlich. Ja, war weg. Super, oder? Dann ist jetzt folgende Situation. Dann würden wir jetzt gerne was machen, was die Stimmung hier in Pasing weiter den Höhepunkt entgegensteuert. Und zwar würde ich gerne etwas machen, was mehr unter die Rubrik Humor des anderen zulassen fallen würde, Herr Pusch. Dann ist so eine Situation, da würde ich gerne was machen, was die Stimmung hier weiter nach oben treibt. Und zwar würde ich ansiedeln, unter der Rubrik Humor des anderen zulassen. Und zwar würde ich Sie gerne fragen wollen, was glauben Sie, heißt auf Englisch, drei Hexen schauen auf ihre Uhr? Ist ganz gut. Three witches watch their watches. Ja, Ludwig von Beethoven, sehr verehrter Dank. Das war erst der Anfang. Und was heißt dann bitte auf Englisch
Drei walisische Hexen schauen auf ihre Schweizer Armbanduhren. Three Welsh witches watch their Swiss watch watches. Gut, oder? Wir kommen nun zu meiner Hommage an Ludwig van Beethoven. Ich hab's versucht zu verhindern. vielleicht bevor Sie richtig anfangen, eins noch. Okay, ist ganz gut. Was heißt dann auf Englisch drei walisische Schlampenhexen schauen auf ihre schauen auf drei walisische Schlampenhexen Swatchuhren. Three Welsh Beach Witches watch their Swiss Beach Witch Swatches. Wir haben die Überraschung vergessen. Wir haben nämlich vergessen, die Überraschung anzukündigen, was jetzt nicht nur mein Fehler war, Herr Busch. Genau, ich sag's kurz. Eine technische Ansage. Ja, es ist folgende Situation. Wir sind aus feuerpolizeilichen Gründen angehalten, folgende Ansage zu machen. Wir haben eine Überraschung eigentlich vorbereitet. Und zwar wollen wir einen Feuerwerkskörper zünden, wenn Herr Busch jetzt gleich beim Klavierspielen zum Höhepunkt kommt. Das hat er selber so formuliert. genau, haben Sie den Feuerwerkskörper? Achso, ja. Genau, das ist bei Takt 56, oder? Ja. Fangen Sie nochmal von vorne an, oder? Ja, gut, er fängt nochmal von vorne an. Sie brauchen keine Angst haben, das ist völlig unbedenklich, also es knallt nicht oder so. Und die Rauchentwicklung ist auch harmlos, also Sie können den Rauch ruhig einatmen. Also ich mache das seit meiner Kindheit, mir hat es nicht geschadet. Ja. es ist optisch sehr schön, also der ist nur so hoch, es kann auch nichts anbrennen und es gibt so feine Sterne. Magnesium ist das, glaube ich. Ich zeige es Ihnen kurz. Schauen Sie, das ist alles. Ja. Aber ist schön. Ja, das ist jetzt gut. Ja. Kommen Sie schnell, nehmen Sie Ihr Wasser, löschen Sie. Kommen Sie, löschen Sie schnell. Einfach löschen. Schnell löschen, genau. Aber schnell, weil sonst ist die Überraschung im Arsch einfach. Herr Senkrecht, was heißt denn auf Englisch, welche nasse walisische Hexe blickt auf welche nasse Swatch-Uhr? Which wet Welsh witch watches which wet Welsh Swatch watch? Arschloch. Senkrecht, bitte. Also mal ein bisschen zusammen, Senkrecht. Wir sind schon noch auf der Bühne. Ich glaube, Ihnen würde jetzt das Lobhudel-Hausaufgabengedicht für mich ziemlich gut tun. Wollen Sie gerade? Ja, wahrscheinlich sage ich jetzt noch ein Lobhudel-Gedicht für Sie. Mit Sicherheit nicht. Das war doch pure Absicht, was Sie gemacht haben. Dann noch lieber so einen blöden Vertrauenstest, wenn Sie unbedingt wollen. Ja. Verehrte Damen und Herren, nachdem die Situation jetzt doch ein wenig ins Emotionale abgleitet, schlage ich in der Tat eine kurze Vertrauensübung vor und danach geht es in unserem regulären Programm wieder weiter. Wir haben viele schöne Übungen kennengelernt.
Und zwar machen wir jetzt blind rumführen. Die passt gut. Mit Sicherheit machen wir nicht. Auch im Grunde sehr einfach. Das interessiert keinen Schwanz, wenn wir uns hier blöd blind auf der Bühne rumführen, Herr Buschneck. Wir machen schon was Krasseres, was mit Unterhaltungswert, Herr Buschneck. Wir machen die mit dem Golfball, die Übung. Die ist super. Die ist echt super. Dann nehmen Sie den Ball. Der Ball ist für Sie senkrecht. Nein, der ist für Sie. Nein. Ich bin ja nicht wahnsinnig und lasse mir von Ihnen auf der Bühne einen Golfball aus der Fresse schlagen. Der ist für Sie. Senkrecht. Genau darum geht es in dieser Vertrauensübung. Ja? Sie sollen mir vertrauen. Deswegen müssen Sie den Ball vielleicht vertrauen. Genau so hat uns Herr Kirchner dann erklärt. Vertraue ich Ihnen noch? Da müssen wir auslosen. Da losen wir kurz aus. Ja? Schick, stock, stock, okay? Schick, schnack, schnuck! Herr Senkrecht, was ist das? Laserschwert gewinnt alles. Da können Sie einpacken hier mit Ihrem Stein. Ja, wir sind ja nicht mehr in der Steinzeit. Bitte sehr, der Golfball für Sie. Sehr gut. Genau. Das ist gut. Ich komm sofort. Komm mit. Das ist wirklich ein, oh Gott, das ist wirklich eine super Übung. Also wenn Sie die einmal gemacht haben, das Gute an der Übung ist, wenn Sie die einmal gemacht haben, Sie vertrauen dann auch wirklich jedem. Ja, genau. Das Gute ist, es ist egal, ob Sie unten oder oben sind, das gilt eigentlich für beide Spannen. Genau. Kopf schön wackelig, bitte. Genau. So. Genau, bitte nicht aufstehen, so ist gut. Ja, genau. Nicht aufstehen vorne. Ja, und die Übung hat natürlich auch viel mit Feinmotorik zu tun, aber mehr bei mir dann in dem Fall, genau. So ist der Winkel besser. Genau, schön waagrecht bleiben mit dem Kopf. So. Gut, Obacht. Genau, nicht aufstehen. Ich nehme nur kurz Abstand. Super. Ja. Sie müssen sich keine Sorgen machen, aber es kann gar nichts passieren. Weil vielleicht ist Ihnen aufgefallen, schauen Sie, ich habe einen extra kurzen Schläger. Ja. Der ist eigentlich für. Was noch? Kurz kann ich sagen, kurze Leute. Ja, schauen Sie, damit kann ich ihn gar nicht erreichen, dazu ist der zu kurz. Ich zeige es Ihnen in Zeitlupe, schauen Sie. So, ach so. Ich muss halt aufrecht stehen. Ja, dann ist genau. Genau. Obacht. So ist gut. Genau, Sie dürfen sich auch nicht bewegen. Obacht, dann ziehen wir das durch. Eins, zwei. Warten Sie. Sie haben schon mal Golf gespielt, oder? Nein. Sie kennen mich doch. Warum sollte ich Golf gespielt haben? Aber was viel Besseres. Polo. Ja. Aber ich war das Pferd. Wo ist der Ball? Tun Sie den Ball raus. Herr Busch, tun Sie den Ball raus. Hallo? Raus damit. Wo ist der Ball? Das ist jetzt nicht Ihr Ernst, oder? Verehrte Damen und Herren. Wir machen nun doch blind rumführen. Eine schöne Übung. So leicht kommen Sie mir nicht davon. Ich hab noch einen. Kannst du? Ich muss noch zu Ende gehen. Dann nehmen Sie mal. Ja, wir haben eine Erwartungshaltung geschaffen. Bitte. Herr Busch, nehmen Sie den Ball, ich hab den Schläger. Herr Busch, jetzt. Jetzt kennt ihr auch, wir haben ausgelost, schnick, schnack, schnuck, ich habe gewonnen. Sie,
Herr Senkrecht, geben Sie mir sofort diesen Golf hier. Nein, lassen Sie los, Herr Pusch. Geben Sie den Stecker hin. Nicht mir. Geben Sie sofort den Golf weg. Sie Grobmotoriker! Herr Pusch, ich hab doch nicht den Ball umsonst. Hör Sie auf, lassen Sie los, Herr Pusch. Herr Pusch, gehen Sie in der Pasinger Fabrik sterben. Herr Pusch, ich kann den Schatten auf Hänger. So pass über, Herr Pusch. Herr Pusch, beruhigen Sie sich. Ich schlage mir den Kopf ab, Senkrecht. So kann ich nicht vertrauen. Sie mal, hören Sie mal, hören Sie mal. Hören Sie am Telefon. Was hören Sie am Telefon? Was ist das? Was ist das? Musik, Herr Pusch. Schöne Musik. Ja. Das ist die Warteschleife von Dr. Kierkegaard. Genau, jetzt lassen wir kurz den Schläger los. Genau, andere Hand auch loslassen. Sehr gut. So. Dann würde ich sagen, Herr Pusch, Sie setzen sich kurz an Ihr Klavier. Ja? Sehr gut. Genau, immer schön auf die Musik hören. Ja, schön, schön atmen, Herr Pusch. Tief atmen. Bis im Bauch. Also bis zum Golfball. Ich mach's kurz laut, dann können Sie auch zuhören, ja. Genau. Leider sind alle unsere Leitungen derzeit belegt. Bitte legen Sie nicht auf. Sie werden mit dem nächsten freien Mitarbeiter verbunden. Sagt sie immer. Ich lege sie hin, Herr Pusch, ja, aber wir hören zu. Ich lasse sie kurz alleine. Ja. Schön zuhören, okay? Das tut mir jetzt leid für Sie, aber das müssen wir jetzt kurz abwarten, weil der Herr Dr. Kierkegaard ist der Einzige, der in einer solchen Situation helfen kann. Ich würde mich kurz hinsetzen auch. Also zum Warten halt, klar. Zeit nehmen wir uns. Sie dürfen sich gerne privat unterhalten jetzt. Weil auf der Bühne ist eh gerade nichts los. Genau, zum Wohl. Ich weiß nicht, als wenn Sie eh gerade alle zuhören, aber ich finde es eine unangenehme Atmosphäre. Also mit mir geht es so, wie ich im Publikum sitzen würde und ich schaue auf eine Bühne und womöglich habe ich Eintritt bezahlt. Dann ist nichts los, dann fühlt man sich gleich so nervös. Das ist eine Krankheit unserer Zeit. Hm? Ja. Hält keiner mehr aus, wenn mal nichts los ist. Hm? Ja. Dann können wir gleich mal zusammen üben. Ja. Ja. Was soll die Hektik? Hm? Da muss man durch. Bitte halten Sie Ihre Krankenkassennummer und Ihre Patientennummer bereit.
gewiss mal auswendig. Dauert nicht lange, höchstens 15 Minuten. Also in letzter Zeit auch mal gerne etwas länger, weil abends ist Notfallnummer. Und wie soll ich sagen, der arme Herr Doktor ist in letzter Zeit auch etwas überfordert gewesen. Also gerade mit uns beiden. Und dann hat er jetzt noch parallel zu seiner Praxis angefangen mit einer Banklehre. Und deshalb möchte was Sicheres machen. Dieser Anruf kostet 15 Cent pro Minute aus dem deutschen Festnetz. Mobilfunkgebühren können erheblich abweichen. Können abweichen. Deshalb nehme ich auch das Telefon vom Herrn Pusch. Die Stimme, die Sie da übrigens hören, das ist momentan die einzige Frau in Herrn Puschs Leben. Der Herr Pusch, schon in Ordnung, wenn ich kurz drüber spreche, oder? Also, wir haben zwar die Dame noch nie gesehen, aber Herr Pusch ist hingerissen. Und er hat sich sogar einen Namen überlegt. Sabine. Herr Pusch. Herr Pusch. Früher hat Herr Pusch schon viele Damenkontakte gehabt, aber dann hat er mich kennengelernt, dann hat ihn seine Verlobte verlassen, dann sind wir auf Tour gegangen und danach in Paartherapie. Aber Herr Pusch, ich war der Einzige, der sie immer gut trösten konnte. Nur ob ich Trost brauche, das hat nie jemand interessiert und ich habe mir dann ein Wackeldackel gekauft. Zum Anlehnen sozusagen. Herr Puschke, es geht ihm schon viel besser. Dass er eine Melodie ausmachen kann am Telefon. Ein schöner am Telefon tut wie gut das leider sind alle unsere Leitungen derzeit belegt. Bitte legen Sie nicht auf. Nein. Auflegen fällt uns doch gar nicht ein. Keinen Stress. Sabine, warten wir gerne. Yes. Herr Pusch wartet auf Sie. Ja. Lass dir ruhig Zeit, Sabine. Bitte legen Sie nicht auf. Der nächste freie Platz ist für Sie reserviert. Keine Panik. Yeah. Immer mehr. Warten. Wir laden dich ein, das wird fein. Wir kochen was, wie wäre das? Und später dann fängst du an, uns ganz lüstern, unsere Lieblingstelefonansagen ins Ohr zu flüstern. Das Paartherapiezentrum München bedankt sich für Ihren Anruf. Wir werden mit dem nächsten freien Mitarbeiter verbunden. Wir kennen nicht dein Gesicht, Sabine, nur deinen Klang. Der macht uns an. Du klingst geil, sexy Teil, kaum zu toppen. Wir wollen dich. Hallo, hier Kierkegaard. Oh, da ist er. Hallo, Herr Doktor. Ach. Ja, genau. Ja, sehr gut. Ja, Herr Pusch, ja, der hört auch zu. Schon klar ist die Notfallnummer.
Ja, die können wir gerne. Nein, wir machen ja die Übungen. Rauf und runter. Ja, aber alles. Vertrauensübungen, ganz gescheit. Ja, der Herr Pusch hält sich halt an nichts. Ja, der macht, was er will, den ganzen Abend. Ja, das müssen Sie ihm selber sagen, natürlich. Entschuldigung. Verehrte Damen und Herren, wir machen 15 Minuten Pause. Bis später. Vielen Dank. Danke sehr. Danke sehr freundlich. Jetzt ist folgende Situation. Meine Damen und Herren, während Sie eine angenehme Pause hatten und sich hoffentlich etwas runterkühlen konnten, hatten wir beide ein sehr unerfreuliches Telefonat mit unserem Therapeuten. Ja, Ex-Therapeut mittlerweile. Genau, wir haben uns nämlich gerade von ihm getrennt. Ja, weil der hat uns ausgenommen wie die Tunden, wie die Weihnachtsgänse hat er uns ausgenommen, ja. Und ich finde, man muss sich nicht alles gefallen lassen. Dann sagt er zu uns am Telefon, wir beide würden definitiv nicht zusammenpassen. Ja? Also wir seien ein hoffnungsloser Fall, das finde ich unverschämt. Das war von vornherein klar. Genau. Wir haben jetzt in der Pause noch schnell ein paar Textzeilen uns ausgedacht für ein Lied für unseren Herrn Therapeuten. Und damit beginnen wir nun diese schwungvolle zweite Hälfte. Zack, blöd, 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 zack, Kierkegaard, wir sagen Servus. Besser wird es nie, wir scheißen auf die Therapie. Kierkegaard, nicht mit uns. Kierkegaard, du bist so bunt. Du, Kierkegaard, Seelenkämpfer. Kierkegaard, wird lieber Rentner. Besser wird es nie, wir scheißen auf die Therapie. Versagt. Goodbye, es war schön mit dir, doch ab jetzt wird Geld gespart. Kierkegaard, es ist nicht wahr, kein Penny zahlt die AOK und von wegen Kasse Blech. So schlecht, besser wird es nie, wir scheißen auf die Therapie. Yeah, 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 oh. Besser wird es nie, wir scheißen auf die Therapie. Besser wird es nie, wir scheißen auf die Therapie.
Vielen Dank. Hier wird sich umschauen, der Herr Therapeut. Ja. Urpfuscher, Quacksalber. Ja. Nicht mit uns. Nicht mit uns. Nein. Was wir uns alles anhören mussten, verehrte Damen und Herren. Geht auf sich, keine Kuhhaut. Sie machen sich auch gar keine Vorstellung, was das für... Wir seien beziehungsunfähige Soziopathen. Ach, ach so. Zum Beispiel. Ja, damit hat er aber Sie gemeint, Herr Busch. Ja. Entschuldigung, ja. Aber ja, man muss die Tatsachen schon ins Auge schauen. Darf Sie nicht in die Hand lügen. Ich möchte nicht Ihre Stimmung verderben, aber Tatsache ist Tatsache. Sie sind so ein egomane Senkrechter. Verehrte Damen und Herren, Sie erleben nun auf jeden Fall eine schwungvolle zweite Hälfte unseres Programms Erfolg für alle. Und zwar ohne die Hilfe eines windigen Psychologen. Ja, die sind Ihnen auch schuldig, eine schwungvolle zweite Hälfte, um Ihre Worte zu verwenden. Aber ich würde vorschlagen, Herr Pusch, zweite Hälfte unter meiner Führung, okay? Sie haben in der ersten Hälfte angeführt. Sie haben im Grunde genommen haben Sie die letzten 3 Jahre angeführt. Ja, war auch seine Idee wegen der Therapie. Lassen Sie uns in Therapie gehen. Dann werden wir Fortschritte machen, lassen Sie uns in Therapie gehen, ja, hieß es. Dann werden wir glücklich, lassen Sie uns in Therapie gehen, dann werden wir Erfolg haben. Hm? Super Erfolg, Herr Busch. Passing. Ja, cool. Ja, Ihr Applaus, Herr Busch. Woher sollte ich denn wissen, dass dieser Typ überhaupt nicht therapierbar ist? In diesen Gipskopf geht überhaupt nicht rein. Herr Senkrecht, ist, wenn Sie so wollen, entwicklungsresistent. Oh. Ach, Moment. Vielleicht liegt es ja daran, Herr Pusch, weil ich bereits am Ende der Evolution angelangt bin. Schauen Sie mal, hier geht es nämlich irgendwo los mit der Evolution. Hier, ja. Und dann wird es mit jedem Schritt besser. Schauen Sie. Genau. Am Schluss kommen die großen Säugetiere. Da geht's los mit den kompakten. Na gut. Stimmung. Großes Säugetier. Also, liebes großes Säugetier, was machen wir jetzt? Sie führen an. Wie geht's jetzt weiter? Zum Beispiel dein Witz, ja. Da hätte ich auch gerade einen. Jetzt ganz gut. Was bitte sehr ist grün und klopft an die Haustüre? Nein, ein Klopfsalat. Stimmung in Fasching. Ja, war schön. Sie fand's lustig. Herr Senkrecht, ich habe auch einen für Sie. Oh, jetzt Achtung. Was ist groß, hohl und klingt ziemlich komisch? Sehr witzig. Untergürtel. Ein verstimmtes Klavier. Ach, ha. Ha, 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 ha,
Sie wissen, was kommt, oder? Wir waren nämlich Skifahren im vergangenen Winter in Garmisch. Sie war hochgefahren. Sie wissen noch, oder? Wir sind hochgefahren mit der Gondel und dann durfte Herr Pusch nicht auf die Piste, weil die war gesperrt für Riesenslalom. Und wie nennt man die mit einem Gewehr im Anschlag? Kleinanleger. Super. Jetzt, wo ich die Führung übernommen habe, würde ich sagen, wir spielen jetzt ein Lied mit dem Titel Ich bin groß, er ist klein. Der Einsatz. Das ist falsch. Herr Pusch, ich meine was an. Ich führe an, ich meine, ich bin groß, er ist klein, ich kann singen, er nur schreien. Was soll das jetzt? Alles so persönlich nehmen. Entschuldigung, das waren ein paar blöde kleine Witzchen. Da darf man ihn jetzt wieder auf keinen Fall stören. Quite all right, I tell you maybe, do the morning light. Ich bin groß, er ist klein, ich kann singen, er bloß schreien. Ich bin der Chef und er der Sepp. Ich bin klug und er ein Depp. Ihm fehlt Gefühl für den Takt. Er macht eine Kleinigkeit zum Akt. Für Musik fehlt ihm der Sinn. Und das find ich schlimm. Ich seh gut aus, eher gemein. Er wird gern Robbie Williams sein. Ich bin geistreich, eher fatal. Ich bin witzig, eher banal. Seine Nase ist ein Zinken. Seine beiden Füße stinken. Er hat kein Hals und er kein Kinn. Und das find ich schlimm. Er ist sonderbar, spricht selten wahr. Hat keinen Stil, ist infantil. Hat null Struktur, immer nur ein Einfallspinsel. Rumgewinsel. Er ist ein Arger, er ist nämlich total versagt. Ziemlich dämlich, gierig, schmierig, grob und rau. Eine faule Sau. Ihm fehlt jeder
jeglicher Geschmack. Mann, geht der mir auf den Sack. Krankhaft ist auch sein Putzfimmel. Seine Wohnung voller Schimmel. Er macht ständig sich zum Clown. Er kann bloß auf die Tasten hauen. Ihm fehlt der Sinn für Benimm. Und das find ich schlimm. Er ist sonderbar. Spielt selten wahr. Hat keinen Stil. Ist infantil. Hat nur Struktur. Immer nur ein Einfallspinsel und Gewitsche. Er ist ein Arger. Er ist nämlich ziemlich dämlich. Schwierig, rock und trau. Eine faule Sau hält sich für super schlau, kriegt niemals eine Frau. Auf jeden Fall reizende Frauen da. Und Pasing ist ja auch die Stadt der Liebe. Und wie man hört, auch der unterdrückten Triebe. Er senkrecht küsst bevorzugt im Stehen. Deswegen sei sie bitte nicht zu klein. Nein, nein, nein. Und dem Busch ist eigentlich alles egal. Aber eine Frau sollte schon sein. Doch auf eins möchte ich Sie noch hinweisen, liebe auserwählte Frau. Herr Busch ist eine kleine. Und der senkrecht eine große. Bühnenrampensau. Vielen Dank. Ich würde gerne kurz, kurz was außer der Reihe machen. Ganz kurz, nur kein Witz, okay? Ich würde Ihnen gerne mein Lobhudel-Hausaufgabengedicht jetzt vortragen, okay? Ja, ja, ich weiß, es ist eigentlich eine Hausaufgabe von Dr. Kierkegaard, aber ich habe es geschrieben und es kommt von Herzen. Ja, genau. Moment, können Sie kurz halten, bitte? Entschuldigung. Ich hab's doch gehabt. Ich nehme die dann nachher wieder, ja? Herr Busch, noch essen. Entschuldigung. Ich hab's doch. Ja, nein, das ist ja nicht. Ah, hops. Genau. Für Herrn Pusch. Genau. Herr Pusch, Sie spielen gut Klavier. Daheim und auch noch hier. Genau. Sie sind eine Bereicherung für jede Schau und bestimmt kriegen auch Sie bald wieder eine Frau. Schauen wir halt mal. Genau. Herr Pusch, ich mag Sie gerne von nah und auch von ferne. Das ist positiv gemeint. Ja, Sie singen öfters mal recht gut, was man ja auch als Musiker so tut. Herr Pusch, da bin ich mir einig, Sie sind niemals wirklich lange kleinlich. Und deshalb, lieber Herr Pusch, spiele ich jetzt für Sie auf meiner Melodika einen
Touche. Es ist total schön, mit Ihnen zu arbeiten. Genau. Ja. Gut, dann können wir jetzt Sie das Lobhudel-Gedicht für mich aufsagen. Ja? Herr Senkrecht, das ist rein privat, das hat überhaupt nichts verloren. Ja? Das war eine ganz private Angelegenheit. Verehrte Damen und Herren, wir kommen nun zu dem bereits eingangs erwähnten klassischen Teil, nämlich es wird gehen um Ludwig van Beethoven. Privat, oder? Geht kein was an, oder? Privat. Auf der Bühne was privat ist. Schaut sie mal, dies ist vielleicht auch privat. So, die stellen ja. Sofort. Nein, den stelle ich jetzt eben nicht dahin. Ja. Beethoven steht nein, sofort vielleicht interessiert ja die Leute heute Abend, wofür sie auf der Bühne, wofür sie einen Gipskopf auf der Bühne brauchen, warum ihnen dieser blöde Kopf wichtiger ist wie ein guter Freund auf der Bühne. Diese Beethoven müsste sein gleich. Das wo liegt das Problem? Nehmen Sie sich doch zu retten. Ja, so schauen Sie mal, ja. Nein, Herr Busch, die Leute interessiert vielleicht, warum Ihnen der so wichtig ist. Ja, nur weil Sie den, nur weil Sie den bei Ihrem Konservatoriumsabschluss von Ihrer Oma geschenkt bekommen haben. Ja, muss man nicht so einen Wirbel machen. Ja. Ich habe vielleicht auch was geschenkt bekommen. Ja, von meinem Opa zum Hauptschulabschluss. Gratuliere, Herr Senkrecht. Ja, einen Gummibaum. Und sehen Sie hier irgendwo auf der Bühne einen Gummibaum? Nein, Herr Busch, nein. Ja, weil ich mich locker gemacht habe. Hier, bitte nehmen Sie den ruhig mal. Schauen Sie sich den mal in Ruhe an. Nur anschauen. Genau, lassen Sie den mal durchgehen einmal. Ja. Nach hinten durchgehen lassen, einfach durchgehen lassen. Dann können Sie schauen, was da so toll dran ist. Gar nichts, das ist Haushaltsgips. Ja. Ja. Senkrecht, benehmen Sie sich. Was ist denn? Ja, was ist denn? Schauen Sie mal, wer benimmt sich hier nicht? Das ist die Frage, ja. Schauen Sie mal, was für eine Welle machen wegen einem Gipskopf. Und hier auf der Bühne verpassen Sie die größten Chancen. Ja, so, passen Sie mal auf, schauen Sie mal. Sie benehmen sich wie ein kleines, ungezogenes Kind, Senkrecht. Und diesen ganzen verdammten Abend. Wissen Sie, was mir reicht? Jetzt! Sie gehen jetzt sofort auf die Bühne, setzen sich auf Ihren Stuhl und halten die Klappe. Kann man aber auch normal sagen. Warten Sie. Super Stimmung jetzt. Ja, wo ist er denn? Kinder, so wird das nichts. Sau gut. Was ist das denn für ein Niveau hier? So, Hefte raus, Klassenarbeit. Jetzt ist Schluss mit Lustig. Manometer. Na gut. Geht doch anders, bitte. Wir haben Zeit. Verehrte Damen und Herren, Ludwig van Beethoven hat ein sehr reichhaltiges Oeuvre hinterlassen, ein sehr großes Werk. Und ich werde aus diesem schönen, zauberhaften Werk nun so lange für Sie Klavier spielen, bis meine schöne Büste wieder hier vorne wohlbehalten angelangt ist. Wir beginnen mit Opus 29, Nummer 2 in Cis-Moll. Oh, die Kenner seufzen bereits jetzt. Ja, es handelt sich um die Mondscheinsonate.
Es ist Erpressung, Herr Pusch. Und ich darf an dieser Stelle noch einmal um Ruhe bitten. Insbesondere auf den billigen Plätzen vorne. Auch Sie. Gleichmäßig atmen. Dann geht's. Klassik ist und bleibt ein Nischenprodukt. Thank you.
Wir ein wenig die Fassung verloren haben, Herr Puschke. Und ich vorschlagen, ja, bevor weitere auf der Bühne die Kontinence verlieren, kommen wir zum Finale. Wir haben ein sehr persönliches Lied vorbereitet. Herr Senkel, den Text an dieser Stelle möchte ich tatsächlich doch noch was anderes machen als das Finale. Oh, bitte, was? Aber kein Beethoven oder so? Nein, kein Beethoven. Möchten Sie mal da hinstellen, bitte? Wenn's hilft. Wo soll der Scheiß jetzt? Einfach nur hinstellen und zuhören, ja? Für Herrn Senkrecht. Die schiere Größe ist's, die imponiert und jeden gleich ins Auge sticht. So schnell, dass du damit die meisten Menschen blendest. Jedoch hinter wuchtiger Fassade verbirgt sich wertvoll Feines. Dein Geist hält sich nicht lange auf mit Hirngespinsterei und klug genannten Diskussionen. Nein, er zeigt den unverfälschten Blick aufs einfache im Leben. Dein ungelenker Arm ist schnell zu Hilfe, wird er gebraucht. Dein federnder Finger zeigt den Weg dem, der ihn zu deuten weiß. Dies alles ist wahre Größe, die du zeigst nur dem Freund. Thank you.
Das ist für Sie. Mir hat halt noch niemand ein Gedicht geschrieben. Ja, wie meinst du? Danke. Ne, wirklich. Was kam von Herzen weg? Ja, das glaube ich Ihnen. Passiert. Wollt ihr gerade mal schauen, bitte? Ich spür's schon. Glaub's ja wohl. Ich spür's. Fühlt sich besser ab wie vorher. Guter Stoff, ihr Tuch! Sehr gut, lassen Sie uns das Finale spielen. Wir verlieren Tempo. Komm, machen Sie. Der war gut. Wir verlieren Tempo. Wir müssen beide, wie es geht. Wir bringen Erfolg für alle. Erfolg, 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 Erfolg für alle. Für alle. Erfolg, Erfolg. Für alle! Yeah.